Pressekonferenz vor dem Schlagerspiel. Der LASK-Trainer sieht in puncto Statistik vor allem diese Tatsache. Wenn man die Statistik sieht, die kann man ja verändern. Und das muss ja das Ziel sein, dass wir da vom vollen Haus, dass man da eben ein gutes Spiel abliefern. Mit einem guten Spiel meine ich, dass man dann davon ausgeht, dass man einmal Siege nicht verloren hat und im Gegenteil, dass man auf Sieg spielt. Und da ist unser Ziel, dass wir da an Sieg einfahren, wenngleich wir wissen, dass wir eine Top-Leistung brauchen. In den letzten 63 Duellen gab es 22 Unentschieden, 11 LASK-Siege, aber 30 Erfolge der Salzburger, die auch deutlich mehr Tore erzielt haben. Der letzte volle Erfolg des LASK ist schon knapp 5 Jahre her. Voriges Jahr spielte man zweimal unentschieden, dazu unterlagen die Linzer im Cup-Viertelfinale. Es spricht also sehr vieles für die Gäste. Doch da ist ja das neue Stadion. Die neue Euphorie. Gegen Austria Lustenau mussten sich auch die LASK-Spieler erst noch an die Raiffeisen Arena gewöhnen. Jetzt sollten sie sich in ihrem neuen Wohnzimmer bereits wohlfühlen. Ich glaube schon, dass das erste Spiel genau für uns, also richtig gut für uns gelaufen ist mit der letzten Minute. Das Tor, dann mal alle Fans mitgenommen, war schon richtig geil. War es nochmal richtig laut zum Schluss. Volles Haus. Ich glaube, da muss jeder Spieler einfach brennen, würde ich sagen. Und jeder Spieler muss den Zuschauer auf die Reise mitnehmen. Das soll morgen am Sonntag ein Fest werden. Und dazu braucht man natürlich die Spieler, das sind die Protagonisten dieses Tages, aber auch die Zuschauer, die uns eigentlich jetzt, seit ich hier bin, ich kann es in meiner Zeit sagen, ihm unterstützt haben. Und wenn wir wirklich gutes Spiel abliefern, dann bin ich auch, ist mir ganz klar, dass wir einen unglaublich guten Support haben. Beim zur Verfügung stehenden Kader kann der Cheftrainer der Schwarz-Weißen nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Ja, natürlich, Marin Ljubicic hat leider noch die Krankheit, also der fällt definitiv und auch der Wisi ist auch nicht dabei. Aber es sind dafür wiederum der René dabei, der Gasse kommt retour und auch der Maxime. Also ich glaube, im Fußball ist es leider so, dass man immer wieder Veränderungen hat. Jeder Trainer wünscht sich nur ein fittes Spiel, aber das gibt es leider nicht. Anstoß ist am kommenden Sonntag um 17 Uhr. Das LASK-Fandorf kann man bereits 3 Stunden vorher besuchen. Und das Match gibt's live bei den Kollegen von Sky zu sehen.